Herzlich willkommen in der Kniepex-Werkstatt, in der es heute ums Thema Abisolieren geht. Ich bin Jürgen Steinauer und möchte Ihnen einige Werkzeuge, die wir zu diesem Thema im Programm haben, gerne etwas näher vorstellen. In der Nachrichtentechnik müssen Leiter, die Signale übertragen, besonders sorgfältig gegen Störeinflüsse abgeschirmt werden. Dazu verwendet man Koaxialkabel und für diese Koaxialkabel gibt es auch wieder eine besondere Abisoliertechnik. Hier wird das Abisolierwerkzeug ums Kabel geklammert und dann in einer Drehbewegung mit verschiedenen Messern verschiedene Sektionen des Kabels unterschiedlich tief eingeschnitten und so lege ich im vorderen Bereich den eigentlichen Leiter frei, in einem Bereich dahinter lege ich die Isolation dieses Leiters frei und in einem dritten Bereich dahinter lege ich das Abschirmgeflecht frei und kann jetzt hier einen entsprechenden Stecker für ein Koaxkabel anschließen, respektive aufkrimpen. Auch mit Koaxkabeln gibt es unterschiedliche Aufgaben zu lösen und demzufolge gibt es auch unterschiedliche Koaxkabel mit unterschiedlichen Geometrien. Hier haben wir ein dickeres Koaxkabel und zum Abisolieren der dickeren Koaxkabel brauchen wir wiederum andere an diese Dicke angepasste Werkzeuge. Wir haben hier eines für die dickeren Koaxkabel und auch dieses Werkzeug arbeitet in gleicher Weise. Es wird ans Kabel angelegt, ums Kabel herumgedreht und entsprechend positionierte Messersätze schneiden nun die entsprechenden Sektionen am Kabelende frei, die ich brauche, um mit der Leiterkontaktierung und der Kontaktierung des Abschirmmaterials korrekt einen Stecker anzuschließen.